und weiter. Und das Ding abnehmen. So. So, wehe, jemand erschreckt mich jetzt. Artyom, mein Mann, du hast es geschafft. Komm, gut. Ruh dich aus. Endlich. Wir werden die Polis bald erreichen. Nächstes Kapitel. Das sind Schön. Keine normalen Mutanten. Das ist irgendwas anderes, irgendwas Schlimmeres. Das ist nicht gut. Furcht. Wir sind schwach. Wir werden sterben. Schrecken. Das ist das Ende. Kinder wollen ihre Eltern sogar lieben und verstehen, wenn diese sie hassen. Wir möchten euch verstehen und helfen. Okay. Lauf, Artyom! Na. Was macht er da? War das richtig? Ja, es war richtig. Ein übles Phänomen, was? Aber weißt du, es ist nicht böser als, sagen wir mal, Feuer. Es hängt alles von der Sichtweise ab. Versuche, die Dinge besser zu verstehen, bevor du dir ein Urteil bildest. Lass uns jetzt gehen, hier ist es nicht sicher. Ich weiß gar nicht, was passiert, also. Ah, Kapitel 5, Hoffnung. Es ist schwierig, meine Gefühle in diesem Moment zu beschreiben. Erschöpft, aber auch froh. Ich hatte es geschafft. Sobald die Hand das Nachricht überbracht hatte, konnten andere über die Rettung meiner Heimatstation entscheiden. Stärkere und weisere. Meine Aufgabe war erfüllt. Okay. Hoffen wir mal. Hey, ihr! Bei dem Wagen! Macht den Motor aus! Nicht bewegen! Wer seid ihr? Wir sind Faschisten und wollen eure Station einnehmen. Ullmann, sind Sie das? Haben Sie ein Glück, dass Petrovic nicht hier ist? Er steht nicht auf solche Scherze. Wer ist das da bei Ihnen? Er kommt von der Nordfront. Ich begleite ihn zur schwarzen Station. In Ordnung. Dann kommen Sie durch. Okay, das sind scheinbar unsere Kumpel. Ja, ich verstehe noch nicht so ganz das Prinzip, wer Freund und wer Feind ist. Aber es wird ja auch immer gesagt, nur auf die Freunde kann man nicht schießen. Oh. Wie schön. Eine Metro. Aber eine Warte mal. Donjek war das? Oder was war das gerade? Donjek? Boah, es sieht auf jeden Fall richtig geil aus. Also da muss ich vor A-Studios sagen. Super gemacht. Auch wenn ich leider Gasmaske ausziehen. Wenn ich meine Beine nicht sehen kann, was ich nicht so schön finde. Der sagt zu mir nichts. Boah, es sieht aber schon cool aus. Willkommen in der Police, Hauptmann Krasnov. Sie sind einen weiten Weg gekommen, junger Mann. Wo genau kommen Sie her? Er ist von der Messestation. Kann er nicht alleine sprechen? Sehen Sie, Hauptmann, der Junge ist das erste Mal in der Polis. Er ist auf dem Weg hierher durch die Hölle gegangen und überbringt Hunters Nachricht für Miller. Schon gut, schon gut. Ziehen Sie sich um. Hier sind die Sachen. Ihre Ausrüstung können Sie hier lassen. Sie ist hier sicher.
Sie bekommen sie gesäubert zurück. Ruh dich etwas aus, Artyom. Ich schau mal nach Miller. Ich hoffe, er ist nicht wegen eines Auftrags unterwegs. Übrigens, vergessen Sie nicht, sich in der Lobby abzuschrubben, Ullmann. Keine Sorge, das werde ich nicht. Oder möchten Sie lieber Kinder mit zwei Köpfen haben, hm? Idiot. Hallo. Okay. Sonderangebote, Rabatte! Beste Waffen von den Schmiedemeistern! Irgendwie habe ich das Gefühl... Was könnte es sein? Medipacks, Filter, was? Messer! Alles, was man das für die Reise durch nicht. Gefährliche Gebiete braucht! Was passiert hier? Mhm. Ja. Der beste Wechselkurs in der ganzen. Sie kommen uns definitiv näher. So, wo muss ich hin? Wo ist er? Oberst, melde mich zum Bericht. Wegtreten. Artyom, ich bin Miller. Wo ist die Nachricht von Hunter? Gut. Irgendwas sagt mir, dass ich meine Waffen nicht zurückbekomme. Ich verstehe. Vielen Dank, dass du das zur Polis gebracht hast. Das war sehr mutig. Ich werde eine Notsitzung einberufen. Wenn sie dich aufrufen, dann berichte von der Situation. Das wollen wir von einem stummen Protagonisten. Alle Ratsmitglieder bitte in der Ratskammer versammeln. Ich wiederhole, alle Ratsmitglieder bitte sofort zur Ratskammer. Bringen Sie den Jungen zur Ratskammer. Okay. Das sieht schon geil aus. Das sah nicht so cool aus. Also einen Tag später. Ich bin erstaunt, dass der Rat es abgelehnt hat, deiner Station zu helfen. Es ist mir peinlich, dass sie nicht deinen Mut aufbringen. Aber die Polis ist nicht die ganze Metro. Es gibt noch andere Leute, die sich gegen die Schwarzen erheben. Okay, okay, okay. Hör gut zu. Die Ranger haben mehrere gut erhaltene Raketenbasen bei der Stadt entdeckt. Manche können vermutlich aktiviert und für einen Angriff genutzt werden. Das Problem ist, dass die Raketen von der Kommandozentrale D6 ausgestattet werden müssen. Wir wissen aber nicht, wo sie ist oder ob sie noch funktioniert. Wir wissen jedoch, dass es Informationen darüber gibt. An der Oberfläche ist eine riesige Bibliothek, ein gefährlicher Ort, aber darin ist ein geheimes Militärarchiv. Wir müssen dorthin. Wir gehen getrennt, um keine Aufmerksamkeit zu erwecken. Du gehst hier hoch, das habe ich bereits arrangiert. Wenn du am Eingang der Bibliothek ankommst, werde ich dort schon auf dich warten. Sei vorsichtig, Artyom. Und noch was. Zurück gehen wir direkt zur Sparta-Basis. Meine Ranger werden dort auf uns warten. Okay. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass wir immer... abgelehnt werden. Die Entscheidung hatte mich schockiert. Aber Millers Plan gab mir Hoffnung. Einmal mehr kletterte ich nach Moskau hinauf. Ich musste das Geheimnis von D6 lüften. Und ein Rudel Raketen erwecken. So. Und schon hasse ich es, wieder an der Oberfläche zu sein. Tut mir leid, aber ich mag es überhaupt nicht. Die Tunnel sind mir lieber. Eindeutig. Also wir jagen jetzt einen Hauch von Informationen hinterher. Oh. Ich bin so froh, dass die Waffe schallgedämpft ist. Was war das? Lauf.
schön ruhig und schön langsam. Sieht aus wie eine Sollbruchstelle. Yep, es ist eine Sollbruchstelle. Und natürlich komme ich da nicht weiter. Also muss ich hier entlang. So, Dummheit? Ja. Wir müssen nur jetzt nicht durch das Wasser. Das glaube ich doch nicht. Wow! Ja, natürlich. Bin ich jetzt tot? Ja. Also lauf. Und da müssen wir ganz schnell hier. Hallo? Wie wär's? Wenn du diesmal hier reingehst. Ah, lecker. Okay. Ich möchte das Spiel nicht mehr zu Ende spielen. Das ist so scheiße. Also ich mag es überhaupt nicht, sagen wir so. Okay, hier soll ich nicht weitergehen. Kann ich auch nicht weitergehen. So. Da oben. Gar nicht toll. Da leuchtet was. Erstmal Medipacks aufnehmen. Endlich, Artyom. Du bist hier. Das ist gut. Wir haben uns Sorgen gemacht. Du weißt noch, was zu tun ist? Wir müssen zum Militärarchiv irgendwo in der Hauptbibliothek. Wir erreichen es durch die Hauptlesehalle. In Ordnung? Genug gefroren. Gehen wir.